Wir kommen hier nochmal auf die Formel zur Distanz zwischen einem Punkt und einer Geraden in der Ebene zurück. Diese Formel haben wir schon mal erstellt und hatten dazu diese Lösungsstrategie entwickelt. Wir hatten gesagt, um den Abstand zwischen dem Punkt P und dieser Geraden D zu berechnen, reicht es, den Abstand zwischen den zwei Punkten P und Q zu bestimmen, und dazu haben wir eine Formel. Also brauchen wir die Koordinate von Q, die wir aber nicht haben. Dieser Punkt Q ist aber Schnittpunkt von der Geraden D und dieser Geraden PQ. Also brauchen wir nur diese Koordinate zu bestimmen anhand vom Gleichungssystem, gebildet durch die zwei kartesische Gleichungen. Die von D, die wir kennen, weil die angegeben wird, und die von PQ, die wir aber nicht kennen. Wir kennen von dieser Geraden PQ einen Punkt. Und wir wissen, dass PQ senkrecht zu der Geraden D ist. Also können wir auch den Steigungsfaktor der Geraden PQ bestimmen. Und so hatten wir dann bestimmen können, dass wir damit anfangen. Dieser Steigungsfaktor führte dann zur kartesischen Gleichung der Geraden PQ. Somit hatten wir dieses Gleichungssystem, dessen Lösung die Koordinate von Q lieferte. Und durch diese Koordinate konnten wir dann letztendlich den Abstand zwischen P und Q bestimmen. Und somit hatten wir dann diese Formel herausgefunden. Mittlerweile haben wir aber ein zusätzliches Arbeitsmittel, und zwar das Skalarprodukt. Dank des Skalarprodukts können wir für diese Formel einen viel kürzeren Beweis erstellen, was wir jetzt machen werden. Angegeben werden also in der Ebene ein Punkt P und eine Gerade D. Diese Gerade D wird angegeben durch einen Punkt D und einen Richtungsvektor, den wir W nennen. Die kartesische Gleichung dieser Geraden lautet ax plus by plus c gleich 0. Und das Ganze befindet sich in einem orthonormierten Bezugssystem. Was wir also hier suchen, das ist dieser Abstand zwischen dem angegebenen Punkt P und der angegebenen Geraden klein d. Vom Punkt P aus ziehen wir also eine Senkrechte zu d, also hier ist ein rechter Winkel, und so stoßen wir auf diesen Punkt S. Was wir also suchen, ist der Abstand zwischen den zwei Punkten P und S. Jetzt machen wir folgende Konstruktionen. Zuerst einmal, der Vektor W ist ja ein Richtungsvektor der Geraden D. Der Steigungsfaktor der Geraden D, das ist minus a geteilt durch b. Also kann dieser Richtungsvektor W als Koordinate b minus a haben. Denn diese Steigung wird ja angegeben durch vertikal geteilt durch horizontal, also minus a geteilt durch b. Und das ist ja genau die Steigung dieser Gerade. Dieser Vektor W kann also b minus a als Koordinate haben. Jetzt suchen wir einen Vektor, der orthogonal zu diesem Vektor W ist, und dank dieser Koordinate ist es gar nicht schwierig, eine Koordinate zu finden von einem Vektor, der orthogonal zu W ist. Nennen wir den Vektor hier mal n. Als Koordinate reicht es, a, b zu nehmen. Warum? Weil das Skalarprodukt dieser beiden Vektoren 0 ergibt. Wir befinden uns in einem orthonormierten Bezugssystem und das Skalarprodukt von n und w dürfen wir also berechnen durch Abszisse mal Abszisse plus Ordinate mal Ordinate. Das heißt a mal b plus b mal minus a. ab minus ba, das macht 0. Also ist da ein rechter Winkel. Diesen Vektor n, den können wir auch zeichnen mit Ursprung d. Dieser Vektor n ist also senkrecht zu dieser Geraden d. Somit brauchen wir die zwei Ortsvektoren hier nicht mehr. Wir werden jetzt folgende Konstruktion machen. Von diesem Punkt P aus ziehen wir die Parallele zu der Geraden D. Und von diesem Punkt D aus ziehen wir die Parallele
zu dieser Strecke PS. Diese zwei so konstruierten Geraden schneiden sich in diesem Punkt, den wir H nennen. Durch diese Konstruktion ist das Viereck DSPH ein Parallelogramm. Aber weil hier ein rechter Winkel ist, ist in dem Parallelogramm hier ebenfalls ein rechter Winkel und deshalb ist dieses Parallelogramm ein Rechteck. Also wissen wir, dass der Abstand zwischen P und S genau derselbe ist wie der Abstand zwischen D und H. PS im Abstand dürfen wir also ersetzen durch den Abstand zwischen D und H. Und diesen Abstand dH werden wir jetzt ausdrücken mit einem Skalarprodukt. Nehmen wir den Vektor dH, Skalarvektor n. dH, Skalarvektor n, das ist die Länge vom Vektor dH, also diese Länge da, mal die Länge von n, also klein n, mal Cosinus des Winkels, den dH und n bilden. Wie es hier gezeichnet ist, bilden die Vektoren dH und n den Winkel 0 Grad, dessen Cosinus 1 ist. Es könnte aber auch sein, dass der Vektor n mit Koordinate AB nach unten gerichtet ist und dann bilden die Vektoren dH und n den Winkel 180 Grad, dessen Cosinus minus 1 ist. Das Skalarprodukt von dH und n könnte also entweder dH mal die Länge von n sein oder es könnte minus dH mal die Länge von n sein. Wir schließen also daraus, wenn wir den Betrag von dH Skalar n nehmen, dann finden wir die Länge von dH mal die Länge von n mal 1 oder mal minus 1. Deshalb nehmen wir den Betrag. So sind wir sicher, wir finden dann die Länge von dH mal die Länge von n. Wenn wir dieses Skalarprodukt dann noch teilen durch die Länge von n, dann finden wir also die Länge von dH mal die Länge von n geteilt durch die Länge von n, das heißt die Länge von dH. Somit ist dieser algebraische Ausdruck gleich zu der Distanz, die wir eigentlich suchen. Das Skalarprodukt von dH und n kann man noch etwas anders schreiben und dazu konstruieren wir zuerst den Vektor dP, diesen Vektor. Das Skalarprodukt von dH und n, dH und n, das ist genau dasselbe wie das Skalarprodukt von dP und n. Denn die orthogonale Projektion von dP auf n, das ist der Vektor dH. Ich schreibe schon mal hin. Das Skalarprodukt vom Vektor dP mit dem Vektor n, das ist dasselbe wie das Skalarprodukt von der orthogonalen Projektion von dP auf n mit n. Die orthogonale Projektion von dP auf n, das ist der Vektor dH. dP Skalar n ist also genau dasselbe wie dH Skalar n. Wir brauchen also jetzt nur noch dieses Skalarprodukt zu berechnen. Und dazu benötigen wir die Koordinate vom Vektor dP und die von n. Die von n haben wir, also brauchen wir noch die von dP. dP ist kein Ortsvektor, also zerlegen wir den Vektor dP durch die Formel von Schall in Vektor OP minus Vektor OD. Um also die Koordinate des Vektors dP zu finden, rechnen wir einfach die Koordinate von P minus die Koordinate von D. Dieses Skalarprodukt führt also zu dem da. Die Koordinate von dP, das ist die von P minus die von D durch Schal. Und die Koordinate von N, die kannten wir, das ist AB. Da wir in einem orthonormierten Bezugssystem arbeiten, dürfen wir dieses Skalarprodukt also berechnen durch Abszisse mal Abszisse plus Ordinate mal Ordinate. Dann tun wir das auch. Wir rechnen Abszisse mal Abszisse, also A mal P1, das steht da, und dann plus A mal minus D1, das steht da, minus AD1. Plus Ordinate mal Ordinate, wir rechnen also B mal P2, das steht da,
und dann b mal minus d2, da steht bd2 und das Minus wurde ausgeklammert. Jetzt werden wir hier eine Zahl addieren und zwischen Klammern werden wir sie ebenfalls addieren. Nehmen wir mal an, wir addieren hier 5 und da auch. Durch das Minus vor der Klammer haben wir also dann gemacht plus 5 minus 5, also nichts. Wir werden hier nicht die 5 addieren, sondern diese Zahl c aus der kartesischen Gleichung von klein d. Diese Zahl addieren wir hier. Wir addieren sie auch zwischen Klammern, sodass sie sofort wieder subtrahiert wurde. Wir haben also durch plus c an beiden Stellen nichts geändert. Warum haben wir da c geschrieben? Weil diese Klammer 0 ergibt. Wieso ergibt die 0? Weil dieser Punkt d mit Koordinate d1, d2 zu dieser Geraden d gehört. Also muss diese Koordinate diese kartesische Gleichung erfüllen. Das heißt, wenn wir x durch d1 ersetzen und y durch d2 ersetzen, dann gilt a d1 plus b d2 plus c gleich 0. Und das ist genau diese Klammer hier. Diese Klammer ad1 plus bd2 plus c muss 0 sein. Also können wir die wegstreichen. Somit bleibt zwischen den Betragstrichen nur noch ap1 plus bb2 plus c. Und dieser Betrag wird dann geteilt durch n. N, das ist die Länge von diesem Vektor. Weil wir in einem orthonormierten Bezugssystem arbeiten, können wir n also berechnen durch die Quadratwurzel von Abszisse im Quadrat plus Ordinate im Quadrat. Also ist dieses klein n nichts anderes als die Quadratwurzel von a² plus b². Und somit haben wir dieselbe Formel gefunden auf einen viel kürzeren Weg. Das dauert natürlich ein bisschen, wenn man das erklärt. Wenn man die Überlegungen aber selbst macht, dann geht das viel, viel rascher. Und somit haben wir eine weitere, sehr schöne Anwendung vom Skalarprodukt.